Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video und zwar wieder zu einem Declutter und zwar diesmal die Paletten. Davon habe ich ja einige und ich möchte die gerne mal aussortieren und es wird viel. Ich glaube, das Video könnte lang werden, aber vielleicht auch gar nicht so lang, weil ich mich, glaube ich, recht schnell entscheiden kann, ob ich Paletten haben möchte oder nicht. Ja, ich würde sagen, wir reden nicht lange. Ich fange einfach mal an. Ich weiß nicht, ob das so erfolgreich wird. Als erstes ganz klar, meine Natasha Denona Palette habe ich bisher tatsächlich noch nicht benutzt. Aber die wird natürlich behalten. Das ist meine teuerste Palette, die ich besitze. 140 Euro hat sie, glaube ich, gekostet. So sieht sie aus. Ich freue mich schon, wenn ich sie das erste Mal benutze. Also die wird auf jeden Fall behalten. Dann habe ich hier von Sephora eine Palette. Die habe ich mal von meiner Mutter geschenkt bekommen. Die finde ich richtig toll für Abendlooks. Zwar nicht allein, weil sie nur glitzert, aber die mag ich auch eigentlich ganz gern. Deswegen behalte ich sie. Meine Lorac Palette, die wird auf jeden Fall behalten. Dann habe ich hier von Makeup Revolution die Give Them Nightmares Palette. Und ich glaube, die brauche ich nicht unbedingt. Da habe ich sehr viele bessere Lidschatten, die ähnlich sind. Und ich glaube, die kommt in die Kiste zum Verschenken oder zu verkaufen oder was weiß ich. Da habe ich hier noch eine von Makeup Revolution und zwar die Ultra Eyeshadows. Die habe ich auch noch nicht benutzt. Voll reingeditscht. So sieht die aus und die möchte ich unbedingt noch benutzen und testen. Ich weiß nicht, ob ich sie dann behalten werde oder nicht. Wir werden das irgendwann dann mal sehen, wenn ich nochmal irgendwann die Klatte mache. Aber die Farben sind sehr, sehr schön und ich möchte auf jeden Fall ein bisschen mit rumspielen. Also die wird auf jeden Fall behalten. Dann habe ich hier meine selbst zusammengestellte MAC Palette. Die wird natürlich auch behalten, ist glaube ich ganz klar. Von der Glossycon habe ich mir mitgenommen, ich weiß gar nicht, ach doch, Absolute New York, die Icon Eyeshadow Palette. Die finde ich auch sehr cool, ist nämlich gar nicht so teuer. Okay, der Spiegel ist gerade kaputt gegangen. Ja, ist ja auch egal, aber da sind diese Farben drin und ich finde die sehr, sehr cool, die Farben. Habe ich zwar erst einmal mitgeschminkt, aber der Look war ganz gut, deswegen behalte ich das. Gut, warum das jetzt hier bei Paletten ist, weiß ich nicht. Das ist so ein Dreier, so ein Trio. Finde ich nämlich ganz gut. Habe ich aber auch erst einmal benutzt. Das ist von Make-up, nee, stopp, wie heißen die denn noch gleich? Gott, wie heißen die? Mary Kay, so heißen sie, genau. Dann hier aus der Drogerie, Wet n Wild, eine Palette, die behalte ich. Von NYX eine Palette, die werde ich auch behalten für Drogerie. Ich brauche nämlich ein paar Drogeriepaletten, einfach um mal vielleicht Drogerielooks zu schminken. Finde ich ganz gut. Dann eine Zoeva Palette, die Smoky Palette. Meine Zoeva Paletten werde ich, glaube ich, alle soweit behalten, denke ich. Dann meine Sleek Paletten, Garden of Eden wird behalten. Oder Eden. Dann meine, oh, das ist einer meiner liebsten Sleek Paletten für mich. Und zwar die Sleek Sunset Palette. Ich liebe, liebe, liebe sie. Und deswegen kommt die definitiv nicht weg. Dann geht's weiter. Ich habe noch ganz viele Sachen. Das habe ich mal zugeschickt bekommen von Catrice. Caviar Gauche, ein Lidschattenquattro. Und die Farben sind schön. Das Quattro ist auch wirklich schön. Also ich mag das sehr gerne, nur ich habe solche Farben. Und es ist halt auch eine LE, deswegen es ist jetzt nicht so mega, dass ich es behalten muss, weil ja, wie gesagt, ich habe ähnliche Lidschatten, ich will ein bisschen Platz machen und es ist eine LE, ihr könnt euch das nicht nachkaufen, wenn ich das zeige, deswegen, das kommt weg. Genauso wie die Most Wanted Brown Palette von Art Deco, die ist nicht schlecht, aber ne, die kommt weg. Behalten werde ich, das habe ich auch zugeschickt bekommen, meine ich, von Catrice, die Copper Palette, Copper, so, auch für einen Drogerielooks werde ich die behalte. Dann von P2 Beauty Stories, auch aus einer LE, aber diese Töne finde ich richtig, richtig schön und die möchte ich unbedingt behalten, weil für den Herbst finde ich die richtig, richtig toll. Wird behalten. Oh, natürlich, also meine Urban Decay Paletten ist ganz klar, ne? Hier meine Urban Decay XX Weiß Limited Reloaded Palette, so sieht sie aus. Die wird auf jeden Fall behalten, keine Frage. Genauso wie die Urban Decay Weiß 4 Palette, wenn ich mich nicht täusche. Das ist die Weiß 4, ich bin mir gerade nicht sicher. So sieht sie aus, die behalte ich natürlich auch. Dann habe ich hier Kryolan. Die
ich kann es nicht mehr lesen, wie sie heißt. Ah ja, da bin ich mir unsicher. Das ist so eine bunte, aber ich glaube, die behalte ich erst noch vorerst, weil die fand ich gar nicht so schlecht. Auch ganz klarer Fall von Tarte, wenn ich mich nicht täusche. Schon das, die Verpackung, na mega. Behalte ich, ich zeige es euch einmal. Ich liebe diese Palette. Da gehört noch eine andere Palette zu, die zeige ich euch gleich. Die war nämlich da oben noch im Spiegel drin. Das sind die Farben und die Palette ist einfach geil. Also wirklich, die behalte ich definitiv schon. Allein wegen der Optik von außen brauche ich die. Dann hier von Maybelline, The Blushed Nudes Palette. Fand ich nicht so super und deswegen, ja, deswegen kommt die weg. Dann von BH Cosmetics die Shannon XO Palette, wo einmal Lidschatten, Lippenstifte drin sind und auf der anderen Seite Lidschatten, die finde ich auch sehr, sehr gut, wird behalten. Dann, wie gesagt, meine Zoeva Paletten behalte ich. Meine andere Lorac Palette wird auch behalten. Dann hier mal wieder eine von Makeup Revolution. Das ist die Welcome to the Pleasure Dome Palette. Ich krieg sie nicht auf. So sieht die aus. Und auch die, da habe ich so viele Farben, die ähnlich sind. Auch die kommt weg. Dann hier noch recht neu von Too Faced die Natural Love Palette. Und die liebe ich auch, ganz klar. Wie fast alle meine Paletten, aber die ist schön und wird natürlich auch behalten. Weiter geht's mit der Naked Urban Decay On The Run Palette. Auch die wird behalten. Die finde ich ganz gut für unterwegs. Nimmt zwar mega viel Platz weg, weil ich hier die Mascara nicht mehr drin habe, den Pinsel nicht mehr drin habe und was weiß ich, was da noch drin war. Habe ich alles nicht mehr drin, aber ich mag die irgendwie ganz gern. Und das kann man ja wieder auf Reise wieder reintun, wenn man möchte. Die wird behalten. Dann haben wir hier meine Huda Beauty Palette. Natürlich wird die behalten, das ist mehr als klar. So wie meine Paletten von The Balm, die beiden. Die werde ich auch behalten. Ich liebe sie, sie sind wunderschön. Dann, was habe ich hier? Die Sleek Bad Girl Palette. Und die möchte ich euch empfehlen. Also wenn ihr vielleicht auch mal dunklere Looks tragt und vielleicht... Also erstmal finde ich, sieht die gar nicht so spektakulär aus. Aber diese Töne, ihr seht das da unten, diese silbernen, die habe ich schon gut benutzt. Und die sind so besonders, wirklich, die sind richtig toll. Und für so einen Abendlook kann man da richtig tolle Looks schminken. Also die hatte ich in so einem Set nämlich mit drin. Und ich dachte mir so, ich wusste halt vorher nicht, ob ich mir die mal kaufen will. Aber ich finde es gut, dass ich sie jetzt habe, weil die ist richtig toll. Genauso wie diese Palette hier von Flormar. Flormar Lidschatten, richtig top. Also die ist richtig, richtig super. Dann habe ich von L'Oreal La Palette Nude. Die sieht so aus. Die kommt weg. Die mag ich persönlich gar nicht. Dann die Art Deco Most Wanted Nude Palette. Da hatte ich ja eben die Brown auch schon weggegeben. Diese kommt auch weg. Brauche ich nicht. Habe ich bessere. Von Essence behalte ich aber die All About Nudes Eyeshadows. Auch so als Drogerie Palette halt zum Schminken. Dann zwei Sleek-Paletten, und zwar die Nautical-Kollektion und die Del Mar. Die behalte ich auch beide. Ich bin großer Sleek-Fan, müsst ihr wissen. Dann machen wir doch gleich mal weiter mit Sleek-Paletten. Die Ultra-Matt-Palette, das ist nämlich so eine Sache. Das ist, glaube ich, die einzige Palette, mit der ich ungern schminke von Sleek. Das liegt aber, glaube ich, halt mehr an der Farbzusammenstellung. Also man könnte die benutzen, aber ich greife dann so selten dazu, weil ich noch andere Paletten dann benutzen müsste. Aber dieser Ton da oben, diese rötliche, der ist richtig, richtig toll. Seht ihr, glaube ich, den habe ich auch am meisten benutzt. Aber irgendwie, die Farbzusammenstellung ist halt schwierig, um nur mit dieser Palette arbeiten zu können. Da sind zu wenig neutrale Lidschatten. Ich glaube, die gebe ich weg. Das wird mein erstes Sleek-Palette, die ich weggebe. Also die ist nicht schlecht. Wie gesagt, das nicht denken. Sleek ist immer, bisher, die ich hatte, gut. Aber die Farbzusammenstellung ist halt schwer. Dann habe ich hier noch die Rio Rio Palette. Auch eine sehr farbenfrohe Palette. Aber die benutze ich sehr ganz gerne mal im Sommer. Behalte ich. Die Original Palette behalte ich. Und hier meine kaputte Oh Natural Palette behalte ich auch. Die ist richtig, richtig super. Schenke ich immer ganz gern Freundinnen, die sich immer neutral schminken. Die lieben die. Dann habe ich hier von Max Factor
keine Ahnung, wie sie heißt, so eine Palette. Ich weiß gar nicht mehr, wie die war, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich muss mal kurz swatchen. Ja, aber die sieht schon ganz geil aus. Also, ja, ich behalte die mal erstmal. Dann von BH Cosmetics die Wild and Free Palette. Die brauche ich nicht. Ich fand die nicht so gut, muss ich sagen. Auch schwierig mit den Farben, aber ich bin da ja nicht so. Aber es war schwierig, deswegen die kommt weg. Dann habe ich die Ultimate Color Chaos Palette von Makeup Revolution. Die werde ich tatsächlich behalten, die ist sehr extrem. Aber damit habe ich mal mein Italien-Make-up geschminkt. Für die Leute, die das auf Instagram gesehen haben. Und zur nächsten WM wird das Italien-Make-up sicherlich wieder zum Vorschein kommen. Deswegen behalte ich die. Dann von Sleek die Enchanted Forest Palette. Die wird natürlich auch behalten. Oh, fast ins falsche, in die falsche Kiste geworfen. Dann habe ich hier meine Tarte Pro Palette. Die ist ja noch recht neu. Habe ich erst einmal benutzt. So sieht sie aus. Ja, ihr habt sie vielleicht kurz gesehen. Die behalte ich. Genauso wie von Urban Decay die Naked Ultimate Basics Palette. Die wird auch behalten. Allerdings kommt von... Ja, obwohl, das ist so eine schöne Nude Palette. Wenn man andere Leute schminkt, deswegen behalte ich die. Sonst würde ich, für mich persönlich, würde ich sie nicht behalten, diese Palette. Aber Braut-Make-ups kann man damit sehr, sehr gut schminken mit dieser Kryolan-Palette. Deswegen würde ich sie behalten. Dann habe ich hier drei Naked-Paletten. Ich habe auch noch die erste und die dritte. Die hat sich allerdings gerade Tabea ausgeliehen. Aber die werden natürlich alle behalten, das ist ganz klar. Dann meine zwei Anastasia Beverly Hills-Paletten werden ebenfalls behalten. Ich mag die sehr gerne. Meine Naked Basics bleiben natürlich auch. Dann habe ich hier noch eine von The Balm. Die werde ich ebenfalls behalten. Genauso wie diese von Cargo Cosmetics. Kannte ich vorher nicht, war aber in der Look Incredible Box. Und die hat richtig tolle Farben und ist richtig gut pigmentiert. Außerdem werde ich natürlich auch meine einzige Kat Von D Palette behalten. Die Interstellar Palette habe ich ja auch gerade neu und die ist super, super gut. Als nächstes habe ich noch eine von Makeup Revolution, die Ultra Eyeshadow Palette. So sieht die aus. Die kann weg, da habe ich so viele in ähnlichen Farben, die kann weg. Dann meine Carly Bible Palette, die wird ebenfalls behalten. Meine Galaxy Chic Palette von BH Cosmetics wird auch behalten, die ist richtig toll. Noch eine Zoeva Palette, die behalte ich auch. Dann habe ich hier eine witzige MAC Palette, die behalten wird. Diese Smoky Palette hier von Art Deco, wie die anderen, wird auch aussortiert. Dann, wie ich vorhin sagte, da gehörte noch eine Palette zu. Das ist diese zu der großen. Die war da noch mit drin. Die behalte ich ebenfalls. Wie diese Urban Decay Gwen Stefani Palette. Die ist auch sehr, sehr, sehr schön. Und was ich entdeckt habe, ich habe es einfach mal mitgenommen, weil es, glaube ich, 10 Euro gekostet hat. Und da waren noch zwei Pinsel dabei von Elf. Das Little Black Beauty Book Warm Edition. Und das sieht so aus. Es sind super viele Farben für 10 Euro. Und die sind tatsächlich auch noch richtig, richtig gut. Deswegen behalte ich das auf jeden Fall. Es ist richtig, richtig toll, dass ich das entdeckt habe. Dann habe ich eine Palette, die ich mir über eBay gekauft habe. Und zwar wollte ich unbedingt die Lorac Mega Pro Palette haben. Diese hier. Und die habe ich für 30 Euro bekommen. Da war ich schon skeptisch. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es wirklich eine echte ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Allerdings finde ich sie selbst, also wenn sie wirklich die echte sein sollte, wenn das ein großer Unterschied zu den anderen Lorac Paletten ist, finde ich sie nicht besonders gut, muss ich sagen. Also sie ist okay, aber gut finde ich sie dann nicht so mega. Also weiß ich nicht. Die ist zwar pigmentiert so, aber nee, ich weiß nicht. Die benutze ich einfach nicht, deswegen kommt die weg. Mein Ila Masca Quattro werde ich, das weiß ich noch gar nicht, ich krieg's gar nicht auf, so. Das ist gut für den Herbst, finde ich. Ich glaube, das behalte ich. Langsam kommen wir dem Ende näher. Hier habe ich drei kleine Too Faced Paletten. Einmal die Boudoir Eyes Palette, die Natural Eyes Palette und die Totally Cute Palette. Die werde ich alle drei behalten. Ich liebe Too Faced Paletten.
Dann habe ich hier von Catrice aus einer LE eine Palette mit so richtig schönen hellen Farben. Die finde ich ganz cool, die möchte ich gern behalten. Eine Clinique Palette mit Kajal drin, ist finde ich schön für eine Reise, die behalte ich auch. Dann die L'Oreal La Palette Nude, da habe ich die eine eben schon weggegeben. Und diese roséfarbene finde ich, glaube ich, besser. Aber ich brauche sie nicht wirklich, also die kann auch weg. Dann habe ich hier noch die Sleek Arabian Nights, die Sleek Storm Palette. Ja, das waren meine Sleek Paletten, die werden alle behalten, außer die eine, die ich vorhin weggetan habe. Dann hier noch ein Quattro und ein Blush von P2 LE Pretty 60s. Das kann weg, benutze ich irgendwie nicht so wirklich, deswegen kommt die weg. Dann habe ich noch eine Lancôme-Palette, die habe ich mal geschenkt bekommen. So sieht die aus, die möchte ich auch gerne behalten, weil es meine einzige von Lancôme ist. Und dann habe ich hier noch zwei Sachen, wo ich mir unsicher bin. Das ist einmal eine Yves Saint Laurent-Palette. Das habe ich mal geschenkt bekommen von einer Arbeitskollegin. Das ist so ein Tester. Ich weiß nicht, ob der wurde wohl nie benutzt, also der war nicht schon getestet. Und ja, die Farben sind nicht schlecht, aber... Brauche ich es wirklich? Das ist so die Frage. Da fällt mir es irgendwie gerade schwer. Ach komm, die gebe ich weg. Ich habe genug. Und dann zu der letzten Palette. Das ist die Cool Spectrum Palette von Zoeva. Und irgendwie bin ich mir da auch nicht ganz sicher, weil ich finde diese Paletten nicht so gut pigmentiert wie die anderen. Deswegen kommt die, glaube ich, weg. Ja, die kommt weg. Ja, und das waren jetzt alle meine Paletten. Ich glaube, ich werde die mal... Ne, ich sage euch in meinem Wochenblog, wie viele Paletten ich jetzt noch über habe. Ich zeige euch nur kurz, wie viele wegkommen. Diese kommen alle weg. Man sieht es schlecht, weil die große da drüber liegt. Aber ihr habt ja gesehen, es waren ein paar tatsächlich. Ich gucke gleich mal in meinem Vlog, wollte ich nämlich sagen, den habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, ob ich es geschafft habe, 12 Stück auszusortieren. Wir werden es nachher sehen. Und hinter mir, warte, ich zeige euch mal kurz das Chaos. Das sind die Paletten, die ganze Kiste voll, diese dort und die, die ich behalten werde. Die werde ich gleich zählen und in meinem Wochenblog werdet ihr erfahren, wie viele es sind. Der war schon, also könnt ihr gerne mal reinschauen. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Declutter wieder mit dabei und bis dann.